Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Uberbein im LS19, im MP, im RP, meine lieben Freunde. Mit mir, mit dem JG Gamer, also mit dem Helden. Dann rufen wir mal kurz das LU an. Örtliches Lohnunternehmen Oberbayern. Moin, hier ist Hilton Ackermann. Ja. Ich wollte mal fragen, ob Sie heute Zeit hätten, weil ich habe ein gutes Angebot gekriegt für die Rüben. Die müsste ich heute liefern, die mir mit der Maus aufzuladen. Und zweite Sache, ob Sie einen Kipper zur Verfügung hätten. Die Maus müsste gerade unten irgendwo bei Ihnen unterwegs sein, soweit ich weiß. Und ein Kipper unserer wäre jetzt gerade beim Händler gewesen, wegen der Wartung. Oh, jetzt wollte ich gerade zu euch hochfahren. Zum Glück. Gut. Wo steht denn der? Der steht beim Händler. Super. Dann hole ich den doch ab. Jo. Danke. Ja, die Maus kommt dann zu ihrem Feld, was? Also zu welchem Feld? Das war doch Feld 38. Okay, gut, da kommt die Maus dann hin. Super. Gut, dann bis dann. Bis dann, moin! Moin! Wie geht's denn dir? Ganz gut. Ich glaube, ich sollte den Kipper mitnehmen. Kann gut sein, ja. Ich muss nur kurz mal nicht gucken und dann können Sie ihn mitnehmen. Ja, er hat mir gerade gesagt, er hat eine Inspektion gemacht da drauf, das LU. Und ich kann den benutzen. Ja, kann sie gleich mitnehmen, ja. Super. Dankeschön. Jawohl. Kurz warten, wegen dem Licht. Wo ist er jetzt hin? Es ist gegangen. Okay, gut. Dann, ja. Ach, meine lieben, liebenden Mann. Fahr doch, Junge. Alter, ein Verkehr hier schon wieder zum Teufel gehen, Alter. Jetzt hinter dem Auto kann ich raus. So, aus. Oh, alles, was das Zeug hält, Junge. So. Und hier runter. Ich ging gleich übers Feld. Kann ich mich kurz übers Internet verständigen, wo das der doch der beste Preis wäre? Die Rüben. Zucker, Zucker, Rüben. Landhandel oder Bayer? Landhandel natürlich. Ist gleich da unten, Leute. Alter.
So. Ja, jetzt. Das geht mir da mal auch schnell. Ich muss da mal. Das könnte noch so zwei Anhänger geben. Alter. Der Nachtverkehr ist schon wieder sowas von gut, Alter. Das kann man hier schon wieder nicht raus. Nach dem LKW können wir rausfahren. So und hopp. Wenigstens zum Glück ist es nicht weit zu fahren. Zehn Öcken, Leute. So ein Anhänger, ein bisschen was über 10 Öcken. Mal gucken. Hier gibt es locker noch einen voll. Wenn nicht zwei. Finde ich natürlich gut. Jetzt rufen wir mal kurz den. Kurz nochmal den Luna anrufen. Örtliches Lohnunternehmen in Oberbayern. Moin, hier ist nochmal Helden Ackermann. Kurze Frage. Hier läuft gerade alles gut mit der Maus. Ja. Jetzt ist die Sache so, es ist ja schon 4 Tage vergangen. Die Frage wäre, ist die Rechnung schon durch oder noch nicht? Ja, die Rechnung, die wäre fertig. Das Rügen
Gedöns, da hatten wir auch schon mit drauf geschrieben. Und wie sieht's denn eigentlich mit meinem Kartoffels aus? Die sind schon, ja, seit der Auftrag erteilt wurde, im Prinzip fällig. Ja, im Prinzip sind die fertig, aber wo sind die hingelandet? Also? Die liegen am Feldrand. Okay, und wie können wir jetzt die am besten beladen? Da müssen sie dann wohl mit dem Frontlader hinfahren und gucken. Okay, und sie haben kein Förderband, Radlader, Maus oder sowas in der Art? Müsste ich nachschauen, aber die Maus kann das auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Aber sonst technisch haben wir da gerade, glaube ich, auch nicht viel bieten. Außer Nachbar-LU. Ne, da lässt sich aktuell leider nichts machen. Und wie soll ich jetzt die Kartoffel aufladen? Mit ihrem Frontlader. Mit meinem Frontlader. Genau. Wie viel Kubik, also wie viel Liter haben die ganzen Kartoffeln so circa? Ich glaube 40 oder 50. Ja. Mhm. Und die soll ich alles mit der kleinen Frontlader-Schaufel aufladen? Ja. Hier im Umkreis lagern einige auch ihre 100.000 Liter Getreide einfach so in der Halle ein. Also, da haben sie hier mit ihren 40.000, 50.000 Litern noch richtig Glück. Ich kann zwar gucken, ob ich an einen Radlader dran käme innerhalb der nächsten Tage. Aber. Das wäre gar nicht so blöd, ja. Dann. Ja, ich guck mal. Ansonsten wäre ich in der nächsten halben Stunde mal bei Ihnen an der Maus und ja, würde dann direkt durchfahren zu den Kartoffeln. Ja gut, super. Das können wir so handhaben lassen. Gut, dann ja. Was wäre dann die Rechnung? Die Rechnung wären 17.500 Euro. Jo! Für was denn alles? Für das Maishäckseln, der Häcksler und der Fahrer, das Fleischen, ja. Die Kartoffeln und ja, jetzt hier das Aufladen der ganzen Sachen und genau, die Rübenernte. Und da können wir nichts dran schaukeln? Da lässt sich nichts machen, nein. Auch nicht, wenn ich gebe ihnen 17 und ein 100er für dich selbst? Einigen uns auf 17. Okay. So, ich überweise ihn. Also an ihres, warten Sie. Von dem weiß niemand was. Okay. Gut. So, dann freut mich das und ja. Ich würde sagen, wir hören uns wegen den Kartoffels. Jo. Super. Bis dann. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ach Mann, der ist schon wieder voll. Die ist wie voll wie groß Blühre. Ach, das. Hat so gereicht. Ja, das hat so gereicht, Mann. Das ist doch so geil. So, das wäre es gewesen. Ihr müsst natürlich wissen, wir haben die Kartoffeln, Profit. Wir haben den Anhänger hier hinten, Profit. Und wir haben die Sojabohnen-Profit. Schon nicht schlecht, aber könnte besser gehen natürlich. Aber auf jeden Fall Rühm sind was Lohnenswertes. Also könnten wir das schon wieder machen, ja.
So eine Rübenaktion ist gar nicht so blöd, oder? Meiner jetzt Meinung nach. Gut, aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, mit der Bombensituation ist es zum Ende angelangt. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo dalassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.